jetzt hier eine Wand. Na komm rein. Sehr beschäftigt vom Fernsehen. Oha, oha. Schnell, schnell. Ja. Das ist wirklich ein bisschen ein Eng. Kumpel. Oha, knappe Sache hier mal. Hier hätten wir noch ein Lichtlein anzünden können. Ich entdecke. Ich verrenke mich hier mit den Fingern. Finger. Kurbel rein. Und hoch hier. Damit sind wir, glaube ich, in Sicherheit. Hier. Ich warte mal ein bisschen, bis er wieder weg ist. Das ist kein chilliges Spiel hier gerade. Kurbeln. Schnell kurbeln. Hoch hier. Der riecht uns doch. Hoch hier. Und rüber. Kacke. Wachen wir wieder da drüben auf. Natürlich. Auch wenn der Hausmeister uns hetzt, müssen wir da ein bisschen. Leg mal die Kurbel hier auf den Rucksack, auf den Koffer drauf. Können wir das? Können wir nicht. Wie viel können wir sie hinlegen? Wie ist die gerade geflippt? Okay, dann können wir uns dahinter verstecken und dann hoffentlich, vielleicht kommen wir auch ganz unauffällig. Vermute ich mal nicht, aber dass er uns irgendwie bemerken wird. Und mach das mit dem Knopf drücken, das ist auch so eine Sache. Muss man erstmal finden, den Knopf. So ein kleiner Hitbox. Ja, nichts so schön. Ja, du hast ihn doch schon dreimal berührt, den Knopf. Und wir haben ein paar Sekündchen Zeit, um uns hier zu verstecken. Jetzt komm rein und bin ich direkt durch die Tür durch. Ich denke, der wird uns bemerken. Mal einfach aufstehen. Okay, jetzt. Nichts wie los. Na, ist ja schön. Okay, noch wittert er uns nicht. Ist natürlich das Ultimatum. Wenn er gleich den Fernseher ausmacht, dann kommt er natürlich. Okay. Haben wir jetzt vielleicht eine Chance? Komm. Wie zum Geier ist der da? Wie zum Geier? Der kann sich teleportieren. Kannst du mir doch nicht erzählen. Gut, aber so kommen wir zumindest unbeobachtet durch den Raum durch. Wir müssen halt dort
an der Stelle dann schnell reagieren, hoffen, dass das Klavier sich richtig bewegt. Ja, es ist dann Zufallsfaktor. Ach komm. Knopf. Ja. Ist auch nur an dieser einen Stelle, wo du drücken musst. Dass du genau das Viereck erwischen würden wir, wo der Knopf drunten ist. Na, ist er noch nicht. Da ist er noch nicht. Also. Oh wei. Mach erstmal Fingersport nach dieser Aufnahme mit dem Stream. Lass mal meinen Finger wieder entspannen. Jetzt. Der sieht uns nicht, der hört uns nicht, der riecht uns nicht. Jetzt können wir erstmal ganz entspannt, glaube ich. Wir müssen rechtzeitig springen, damit das Klavier uns aufhängt. Der andere Weg ist der freie Tod, den wir wählen können. Hier ist noch kein Safe Point. Aus irgendeinem Grund ist der Hausmeister trotzdem hier. Schnell kurbeln. Schnell kurbeln. Schon mal die Mauer. Und hier hoch. Und durch die Luke. Der hat scheinbar so lange Arme. Gut, sind wir ja am anderen. In einem anderen Raum. Weiter hier. Ha! An dem Ding vorbei. Ein Knopf. Oder nicht? Was ist hier das Rätsel? Durch die Tür. Können wir nicht? In die Türklinke ran. Hat der Raum ja hier wenig Bedeutung. Was will uns dieser Raum sagen? Die Lore. Müssen wir die Lore ziehen. Lore muss auf den Knopf drauf. Müssen wir mal vorwärts. Weil sonst gehen wir selbst den Dampf rein. Und hops. Und hier. Na komm. Wie wir die in eine Lore ziehen können. Ist doch so ausgehungert. Auf einmal kann sie Loren ziehen. Tja. Und nu? Müssen wir sie irgendwie hier anhaken? Was machen wir jetzt mit der Lore? Draufklettern. Wäre meine erste Idee. Vielleicht muss die dort auf dem Dampf draufstehen. Das wäre eine Option. Haben vielleicht irgendwas gemacht. Auf den Dampf drauf. Damit hier die Kettenräder stehen bleiben. Ich weiß nicht.
Was bringt mir das, das hier? Gefährlich nah an den Dampf ran. Ich würde die Lore erstmal hier rüberziehen. Vielleicht kann ich dann so hier drauf hochspringen. Auf die Lore klettern. Okay, das kann ich. Ah, sehr gut. Oh wei. Kopfkratz. Bartkratz. Okay, was machen wir hier? Nicht runterfallen machen wir hier. Weiter voran. Lichtlein anzünden. Na komm. Ein Licht haben wir ausgelassen beim Hausmeister. Oh, natürlich. Oh, natürlich. Müssen wir stillstehen oder was oder wie? Stückchen. Ich drehe hier durch. So, hier in der Mitte stehen bleiben. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Seinem rechten Arm irgendwie vorbei, während er da oben das Rohr fasst. Oder wie? Nein, können wir nicht. Sind wir dann dort drin gefangen oder was? Lösung des Rätsels. Natürlich. Ja. Versuchen wir es noch einmal. Ein letzter Versuch, dann ist Schluss. Wenn das Team vorbei ist. Hier nach oben. Hier hin. Stell dich hin. Da kann er dich nicht fassen. Ich glaube, das Rohr können wir nicht. Habe ich keine Ahnung. Warten, bis ihm langweilig wird. Können wir da irgendwas mitnehmen, was wir werfen können? Oder? Sitzt er da? Vielleicht wird ihm irgendwann langweilig. Okay. Da können wir nicht lang, da können wir nicht lang. Was hätten wir über das Rohr machen können? Thank you.
vom Durchstupf. Vielleicht können wir da langschleifen, während er da oben. Würde ich mal probieren, während er hier oben rumfingert. Hier nochmal lang kriechen. Sehr gut. Ratte, verrat mich nicht. Sehr gut. Sind wir hier geliefert. Da müssen wir wieder ein bisschen sprinten. Ja gut, machen wir im nächsten Stream. Jetzt müssen wir wieder durchkommen. Ah, jetzt sind wir jetzt hier. Vielleicht können wir uns an der Kette festhalten. Ja, das zählt jetzt nicht mehr. Ich mach Schluss. Das ist ein Toast, der nicht mehr mit reinzählt. So, durch nach oben. Sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und die nächsten Stream, den nächsten Part nicht verpassen wollt. Weiter geht's hier an dieser Stelle wahrscheinlich im nächsten Part. Ja. Und sehen wir uns nächsten Stream am Sonntag wieder. Na dann.